Freunde, Basti Feld am Start, euer Freund des Kartenspielenden Hearthstones. Heute mit einer Sonderepisode zu Hearthstone. Heute möchte ich euch nämlich ein Deck vorstellen, das euch das Leveln erleichtert und das euch vielleicht ein wenig den Stress von diesem Spiel nimmt. Ihr kennt es ja alle aus Hearthstone, man laddert und laddert und laddert und laddert und ja, irgendwann verliert man die Lust, weil man keinen Erfolg hat. Heute möchte ich euch mal Karte für Karte vorstellen von meinem Cetun-Druiden-Deck. Und danach möchte ich eine Partie mit diesem Deck spielen und euch beweisen, dass man mit diesem Deck durchaus Erfolg haben kann. Es gibt ein paar teure Karten in dem Deck. Da werden wir nach Alternativen schauen und ich erkläre euch ein bisschen, wie ihr euer Deck schnell aufbauen könnt. Dafür müsst ihr Opfer bringen, aber dazu dann mehr gleich. Ja, und dann sind wir auch schon im Hauptmenü von Hearthstone und hier möchte ich euch mal zeigen, wie ich das Ganze so handhabe. Es möge jetzt jemand sagen, oh Basti, voll unfair, du hast da voll viele Karten und so weiter. Ja, aber jeder fing mal an. Und ich habe jetzt bestimmt schon 2 Jahre kein Geld mehr ausgegeben für dieses Spiel. Keine Packs, gar nichts. Und als erstes kann ich jedem empfehlen, spielt die Solo-Abenteuer. Holt euch da die Karten. Da gibt richtig schöne Karten. Dafür geht ihr einfach bei Solo-Abenteuer rein. Macht Schwarzfels, Nax und die Forscherliga klar. Dann kann ich euch sagen, macht einmal die Woche dieses Kartenchaos fertig. Es gibt immer ein Free Pack. Viele lassen das einfach schleifen. Macht's einfach. Und dann gibt's noch die Sache zu der Quest. Da warte ich immer ab, bis ich 3 hab. Ihr könnt jeden Tag eine Quest wegdrücken. Das ist hier oben rechts. Und ja, dadurch könnt ihr euch das so hinlegen, dass ihr dann eure Klassen spielen könnt, die ihr drauf habt. So, dann ist die Frage, wie möchtet ihr anfangen mit dem Spiel? Ich zeige euch jetzt mal meine Decks. Das ist die Drachenparty, Moloch, Freeze und heute gibt es und den Cetun-Druiden. Ja, und ihr fragt euch natürlich, wie komme ich an den Staub? Ihr seht, ich habe Staub. Ich spiele zum Beispiel gar keinen Schamane, Schurke. Spiele ich beides nicht. Das heißt, ich disse, wenn ich Karten brauche, alle Karten aus diesen Decks. Ganz am Anfang, als ich gar keine Karten hatte, habe ich das so gehandhabt, dass ich die Karten gelöscht habe. Aus allen Decks bis auf Paladin und Priester oder Paladin und Magier, um mir dann diese Klasse stark zu machen. Also man muss sich am Anfang auf eine Klasse fokussieren. Das ist das Allerwichtigste, dass man dann alles Unsinnige aus den anderen Klassen löscht, auch wenn es weh tut, aber dann den Staub hat, um ein richtig geiles Deck für diese eine Klasse zu bauen. Und über diese eine Klasse könnt ihr euch dann aufbauen und habt dann auch Erfolgserlebnisse. Ich möchte euch jetzt das Cetun-Deck zeigen. Das ist folgendermaßen aufgebaut. Am Ende, Cetun kriegt jeder bei dem Spiel mittlerweile. Den bufft man hoch im Spiel. Das zeige ich euch jetzt. Also, ich habe Cetun habe ich in dem Deck habe ich 2x Anregen. Das kostet jetzt auch nicht die Welt. Ich glaube, das ist sogar eine Standardkarte. Dann lebendige Wurzeln habe ich 1x drin. Kann man immer gebrauchen. Gerade am Anfang kann man 2x 2 Schößlinge hervorrufen oder 2 Schaden machen. Dann haben wir 2x Wildwuchs, das ist ganz wichtig, um mehr Mana zu haben, um am Ende die hohen Karten zu spielen. Dann haben wir 2x Zorn, auch sehr wichtig, um schnell Gegenangriffe zu starten oder aber um eine Karte zu ziehen, wenn es knapp wird. Ja, und dann kommt die erste Cetun-Karte, die sehr wichtig ist. Ja, die müsst ihr ausspielen und dann kriegt euer Cetun, wie ihr da seht, plus 2/2. Schauen wir mal runter. Cetun hat dann 8/8. Dann haben wir den Bram Bromsbart. Den kriegt man durch die Forscherliga Solo-Abenteuer. Das, was ich euch gezeigt habe. Dadurch werden dann durch Zauber hier die Kampfschreie 2x ausgespielt. Das heißt, Cetun würde 4/4 bekommen. Dann haben wir den Jünger von Cetun. Den habe ich mir gebastelt. Das heißt, ihr müsst Mana ausgeben dafür. Also Arkanstaub ausgeben dafür. Der bufft ihn auch. Und der, wenn ihr den ausspielt, macht er 2 Schaden auf eine Figur. Dann haben wir den Zwielichtältesten. Immer wenn die Runde am Ende ist, schenkt der Cetun plus 1/1. So, dann hätte der jetzt hier schon durch. Hätte er jetzt schon 8/8. Dann hätte er dadurch dann 10/10 durch den davor und dann 11/11. Also jetzt überlegt mal, er bufft sich immer weiter hoch. Dann haben wir den Klaxi. Also wenn Cetun, wenn ihr dann im Zug 4 seid und Cetun hat schon 10 Leben und ihr spielt den aus, hat der Vierer 4 Angriff. 10 Leben, das ist unglaublich. Der Prankenhieb ist Standard, den muss jeder 2x reinnehmen. Dann haben wir den Cetun auserwählt und auch den habe ich mir gebaut. Ja, ihr seht wieder plus 2/2 für Cetun. Dann Pflege, ist natürlich eine Karte, die muss man sich dann auch bauen, wenn man sie nicht hat. Die ist hier.
da immer drei Karten ziehen. Alles andere macht keinen Sinn. Dann haben wir den Azurblauen Drachen. Wer ihn nicht hat, muss er drauf sparen. Ihr müsst echt gucken, dass ihr das Deck, dass ihr drauf spart und euch die Karten holt, die wichtig sind. Die legendären erst ganz am Schluss. Erstmal die Basiskarten. So, dann haben wir den Druiden der Klaue. Wer ihn nicht hat, der muss ihn nicht natürlich auch zulegen. Das ist ja ganz klar. Dann haben wir den dunklen Arakor. Also schaut euch die Karten von mir ganz in Ruhe an und überprüft euer Deck und guckt, wo ihr was dissen könnt und dann nachbauen könnt. Das ist das A und O. So, dann kommen wir jetzt zu den legendären. Sylvana Windrunner. 6 Mana kostet sie. Ist natürlich die Frage, wenn man sie nicht hat, was mache ich dann? Ja, dann müsst ihr euch mal umschauen, was habt ihr im Deck im 6er-Bereich, dass ihr dann eine starke Karte habt, die ihr ausspielen könnt. Da gibt es so viele Alternativen. Ich kann jetzt nicht in euer Deck schauen, aber zur Not könnte man zum Beispiel auch den Spotter spielen oder den Thjostmeister. Das müsst ihr dann für euch entscheiden. Da kann ich jetzt nicht in euer Deck gucken. Inspektor Veklor, das ist natürlich eine Hammerkarte, die habe ich mir jetzt zuletzt gebaut. Wenn ihr jetzt, ihr seht ja, Spott und Kampfschrei, er ruft zweimal diesen Typen hervor. Wenn ihr ihn vorher spielt, kommen drei hiervon. Also dann wisst ihr schon, wie krass das abgeht. Der Urtum des Krieges, das ist eine epische Karte. Die kostet auch einiges an Staub, ich glaube 800 sogar. Können wir mal kurz nachgucken. Nur 400, ne, oder? Was war das jetzt? Ne, weiß ich jetzt auf jeden Fall nicht. Ich glaube, sie kostet 800. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, dann gibt es noch den Raggi und dann den Zitun. Also ich habe nur drei Legendäre drin, die man sich erspielen muss. Den kann man sich durch eine Quest holen. Also die sind jetzt auch nicht aus heiterem Himmel gekommen. Die habe ich schon ewig. Die habe ich mir bei Auge bastelt, auch durch Items, durch Karten wegdissen. Also man kann an alles kommen. Man muss nur wissen, was man will. Man darf keine Decks spielen, wo man jetzt denkt, ah, ich spiele so gerne, weil Magier ist cool. Nee, wenn du musst einen Aufbau haben und den musst du haben. Und jetzt kommt Zetun. Und wenn Zetun am Ende, du seht ja, 10 kostet der, wenn ihr dann 10 Mana habt und spielt ihn aus und Zetun hat jetzt 16-16, der wird hochgebufft, immer plus 2, plus 2, plus 2, dann kommt er aufs Feld und macht direkt 16 Schaden zufällig auf alle Mobs. Immer mit einem Schuss, ein Ping. Habt ihr ihn hier vorher ausgespielt, macht er das Doppelte. Also dann wisst ihr Bescheid, was da Sache ist. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der Partie. Ich stelle euch ihn jetzt live in der Partie vor. Bis gleich, Freunde. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ey, sag mal, was labert der uns hier vor? Er will uns im Hearthstone zeigen. Klappt das Deck überhaupt? Ja, ich werde euch zeigen. Schaut mal, ich nehme den 7 und den 3er raus. Den 3er nehme ich raus, weil der mir am Anfang noch nicht viel bringt. Das ist der, der den Buff braucht. Und am Anfang brauche ich erstmal die Karten, die überhaupt buffen. Und da habe ich jetzt ein bisschen Pech gehabt, habe nur den Dreier. Aber durch das Anregen bekomme ich ihn direkt aufs Feld. Und das sehen wir dann jetzt auch hier. Jetzt passt mal auf. Ich schaue mir, er foldet die erste Karte, also er passt. Und so kann ich ihn direkt ausspielen. So, und jetzt seht ihr links, Zetun bekommt einen dazu, hat jetzt 7-7. Also das ist schon mal sehr gut gelaufen. Bufft sich also so. Und er hat jetzt das Problem, im zweiten Zug kann er meinen 3-4er nicht wegmachen. Also muss er ein Totem stellen. So, nächster Zug. Ich habe Glück, ziehe den dritten, ziehe den zweiten von den beiden. Und jetzt achtet mal links, jetzt buffe ich wieder mein Zetun. Plus 1 gleich 9. So, hab seinen Mob auf dem Feld weggenommen, damit ich die Kontrolle bewahren kann und er den Mob nicht buffen kann, um mich zu töten. Also habe ich jetzt 2-3-3er auf dem Feld und alles läuft nach Plan für mich, so wie es im Moment aussieht. Mein Gegner ist am Zug. Und ihr seht, er muss schon überlegen, was mache ich gegen die beiden. 1-3-4er und 1-3-3er. Er steht vor Problemen. So, er macht den Geisterwölfe, das hat jetzt 2 Überladungen, das seht ihr oben an dem Mana-Kristall in der nächsten Runde. Kann nämlich 2 nicht nutzen, 2 sind gesperrt. So, läuft wieder ganz gut für mich. Ich ziehe die niedrigen, habe dadurch 11-11. Dieser mittlere hat jetzt dafür gesorgt, dass ich plus 2 bekam. Und jetzt buffen meine anderen Zetun wieder. Der hat jetzt schon 13-13. Und so langsam wird zu meinem Gegner im Ernst. Mein Board füllt sich und seins ist leer. Gut, wenn ich jetzt Pech gehabt hätte, hätte er AOE gezündet, hatte aber im Moment
zu diesem Zeitpunkt nicht bereit gab. So, ich mach den, mach das Totem weg, greife wieder an und er kriegt die ganze Zeit jetzt schon aufs Maul. Hat er noch 22 Leben. Ja, und ich habe jetzt Buff mein Zetun immer höher. Und so langsam verzweifelt mein Gegenspieler. Ihr seht's ja, er weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Kommt er noch auf eine Idee? Ich kommentiere das Video gerade über, so kann ich euch das alles besser erklären. So, er spielt ein Totem aus, hat so jetzt natürlich noch eine Hoffnung. Die ist jetzt aber zunichte gemacht, denn ich werde mit meinem Prankenhieb, ihr seht, zack, zack, kurzen Prozess machen. Ich überlege nochmal kurz. Zack. Und dann Abfahrt. Mit dem, der eh fast gestorben wäre, jetzt greife ich den an. So, und jetzt überlegt er schon. Und jetzt habe ich einen kleinen Cut gemacht, weil er hat jetzt sehr lange überlegt. Er hat, gibt die Partie auf und damit haben wir den ersten Sieg. Ja, Freunde, so schnell kann das gehen, wenn die Karten liegen. So, dann springen wir auch direkt in die zweite Partie gegen einen Paladin. Ihr seht, ich habe zwei recht hohe drin und zwei Dreier. Die behalte ich natürlich. Mach die zwei hohen raus. Hab Glück, ziehen einer. Das ist natürlich sehr schön. Hab auch einen Vierer, das heißt, ich habe eine kleine Kurve, die dann nach oben führt. Wirklich gut. Ich grüße natürlich, so wie es sich gehört. Schauen wir meine Karten durch. Und der Paladin ist derjenige, der beginnt. Er passt seinen ersten Zug. Ich habe die Möglichkeit und mache dann direkt wieder mit an den Move aus dem ersten Spiel. So, dass ich direkt auf 7-7 steige. Den Buff habe. Und jetzt muss er schon überlegen, oh, was mache ich jetzt? Ist natürlich dann auch schwierig, wie reagiert man auf so eine Situation. So, er macht's gut. Er hat einen Verstohlen gezogen. Und ich bin wieder am Zug. Dann überlege ich jetzt, ah, was könnte ich machen? Und ich spiele das aus, entscheide mich dafür, zwei Mobs herzubuffen. Das hat aber jetzt ganz gut funktioniert. So, schauen wir mal, was er macht. Ich buff Zetun, ihr habt es links gesehen, auf 8-8 schon wieder mittlerweile. Damit hat sich der Mob jetzt schon gelohnt. So, jetzt bufft er sein. Und vernichtet meinen dadurch mit... Ihr seht's. Hat er gut gelöst. Dadurch, dass ich die zwei jetzt auf dem Feld habe, habe ich die Sache sehr gut lösen können. Ich gehe die Sache aber anders an. Ich überlege noch. Nein, ich mach's doch so. So, beide raus, fällt wieder clear und ich habe die Überhand auf dem Deck. Auf dem Board. Ich habe die Überhand auf dem Board. Ihr seht, alles easy peasy. Mein Gegner ist am Kämpfen. Jetzt macht er nochmal seine letzten Angriffe, seine letzten Atemzüge. Wie geht er jetzt weiter vor? Jetzt spiele ich erstmal meinen nächsten aus. Und das ist jetzt der hochgebufft. Jetzt guck mal, er bufft sich auf 4-10. Weil mein Zetun 10-10 hatte, bekommt dieser Mob 5 extra Leben. Also das ist echt eine super Kombo. Müsst ihr auf jeden Fall ausprobieren. Das ergibt jetzt 4-10. So, und jetzt ist natürlich perfekt. Ich habe unten den Prankenhieb. Und damit ist die Sache, ihr seht, er hat nur einer Leben. Damit ist die Sache so gut wie durch. Ich kann damit sogar jetzt seinen Helden angreifen. Ich trolle ihn noch ein bisschen und sage, gut gespielt. Die Partie ist aber auf jeden Fall durch. Zack, alles weg mit einem Prankenhieb. Und das bricht ihm das Genick. Ja, kommen wir zu der dritten und der letzten Partie. Diesmal gegen einen Hexenmeister. Und die Hexenmeister mittlerweile in Hearthstone sind nur noch darauf ausgelegt, ganz schnell Ende zu machen. Also ihr müsst schon Glück haben und dann auch niedrige Karten ziehen, um überhaupt gegen Hexenmeister anzukommen. So, schauen wir uns mal das Ganze an. Super gezogen. 1, 2, 3. Besser geht's gar nicht. Besser geht's gar nicht. Außer, na gut, man könnte noch die Buffs ziehen, um seine Mana-Leiste zu erhöhen. Aber das, damit, man muss ja nicht übertreiben. So, ich zauber mir direkt zwei Sprösslinge hervor. Damit kann ich sehr zufrieden sein. Mein Gegner entscheidet sich dafür. Das konnte ich nicht nachvollziehen, dass er Mana verschwendet, weil er weiß ganz genau, er wird den jetzt verlieren an den beiden Sprösslinge. War von ihm ein schlechter Zug. Ich buff mein Zetun, schaut mal links, ich buff ihn jetzt auf 8-8. Ast rein. So, und jetzt stehen sich zwei Mobs gegenüber. Er hat jetzt natürlich die Möglichkeit, durch den Buff meinen zu töten. Das ist das Beste, was er machen konnte. Super gelöst. So, ich im Gegenzug mach sein weg, buff Zetun und übe zwei Schaden an ihm aus, hab dadurch wieder 1-1 auf dem Board.
Der Hexenmeister ist dran, er muss sich entscheiden, was machen wir als nächstes. Spielt den Messer-Jongleur aus. Und jetzt spiele ich wieder einen Zetun-Buff aus. Dieser hat Gottesschild, wie ihr seht. Er hat jetzt natürlich die Hoffnung, durch einen Mob mir das Gottesschild wegzunehmen, damit er das Feld clearen kann. Müsst ihr mal schauen, ob das funktioniert. So, er zaubert, ruft zwei Mobs hervor. Der erste Schuss geht daneben, der zweite Schuss geht daneben. Perfekt für mich. Also besser kann es nicht laufen. So, natürlich spiele ich jetzt den Prankenhieb aus, damit ich das Gottesschild noch behalten kann. Ganz, ganz einfache Kiste. Super funktioniert. Damit hat er noch 20 Leben, ich 26 Leben und ich habe das Board weiterhin unter Kontrolle. Also da kann er gar nicht reagieren. So, ihr seht, er spielt nur niedriger aus und Leute, die er buffen kann. Mein nächster Zug. Ich entscheide mich dafür, einen Tank auszuspielen. Mit 5-7 und Zetun, ihr seht links, bekommt 3-3 Ultimate Buff. Super jetzt schon. Jetzt hat er schon 15-15. Aber bis jetzt kam er leider noch nie dazu, ihn auszuspielen, weil ihr gesehen habt, dass die Gegner schon vorher kapitulieren. Also mit dem Deck, das macht echt Spaß. Jetzt spielt er jemanden, der zwei Karten wegwirft, greift dann auch direkt an, macht das weg. Jetzt hat er so leicht die Überhand gewonnen, hat das gut gelöst. Und jetzt muss man Ruhe bewahren, Freunde. Man muss auf sein Deck vertrauen. So, ihr seht, ich vertraue auf mein Deck, hol mir den Typen ran, hol mir noch eine Rüstung, greif nicht an, weil das eh nichts gebracht hätte. Ihr seht, ich habe eine Rüstung dazu bekommen und habe jetzt ein bisschen Schutz. Jetzt müsst ihr mal gucken, er hat gut eine gute Karte gezogen, guck mal, er bufft sich jetzt und macht meinen weg. Hat er sehr gut gezogen und jetzt hat er immer noch die Überhand. Das ist echt eine haarige Situation, gerade auch jetzt ist noch gar nichts verloren, man muss die Ruhe bewahren. Das ist das Allerwichtigste. So, jetzt ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Was macht man? Und ich habe mich dazu entschieden, ich ziehe jetzt Karten, ich brauche Karten, ich muss Entscheidungen herbeiführen können. Und das konnte ich. Ich ziehe von den drei Karten die passende, mache den Hohen weg und habe erstmal Ruhe im Puff. So sage ich es immer. Ich habe Ruhe im Puff und damit ist das Board clear. Jetzt spiele ich den Buffer und der löst jeden Kampfschrei-Effekt doppelt aus. Also wenn ich jetzt einen Drachen spielen würde, der eine Karte zieht, ziehe ich zwei Karten. Also versteht ihr, ne? Ganz easy. So, mein Gegner zieht noch eine Karte, verletzt sich dadurch doppelt selbst mit dem Angriff noch, hat 5 Schaden jetzt durch eigene Fehler verloren. Aber ihr seht, er ist nur darauf aus, schnell Ende zu machen. Er hat gar kein anderes Ziel. So, jetzt habe ich Glück. Ich ziehe Prankenhieb. Top Deck, super gezogen. Hab dadurch jetzt Ruhe. Zack, durch den azurblauen Drachen macht der Prankenhieb 5 Schaden und 2 Overall. Damit habe ich jetzt die Deck-Macht übernommen. Und so langsam wird's eng für meinen Gegner. So langsam wird's eng für meinen Gegner. Und jetzt kommt bei mir gleich der Legendäre ins Spiel. Werdet ihr das jetzt gleich sehen. Da ist er, der Veklor. Ich konnte jetzt zwei Karten ziehen durch den Buff und jetzt spiele ich Veklor aus. Und das ist die Legendäre, die bei diesem Deck sehr zu empfehlen ist. Die ist nämlich auf Zetun aufgebaut. Jetzt seht ihr nicht nur zwei Tanks kommen, gleich drei Tanks kommen und da geht er instant raus. So, und zuletzt möchte ich euch noch zeigen, aus einem anderen Spiel, wie es aussieht, wenn man Zetun ausspielt. Das sieht nämlich dann folgendermaßen aus. Jetzt schaut mal hin. Zetun ist unten bei mir im Deck. Jetzt spiele ich ihn aus, ganz chillig und relaxed. Werf ihn ab. Und jetzt guck mal, Zetun hat 21 Leben. Und jetzt geht die Party ab. Er verteilt 21 Schaden random auf alle möglichen Mobs und auch Helden. Und dadurch hat er mir das Spiel in diesem Fall gedreht. Ich habe Pech, dass er einen Schuss fehlt für sein Zetun, wenn ich das richtig sehe, ja. Aber das macht auch nichts. Ja, Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch lasst, da lasst und mir eure Erfahrung sagt, ob euch das Deck helfen konnte oder nicht. Auf jeden Fall hat mir das Deck viel geholfen und ich war mit dem Deck schon bis auf Rang 8 oben und habe dann mit anderen Decks ein bisschen rumexperimentiert. Probiert das Deck aus, wenn ihr noch Fragen habt zum Deck, welche Karten ihr zum Beispiel tauschen könntet oder weiterspielen könntet.
dann bitte in die Kommentare oder direkt bei mir melden. Ich helfe euch gerne. Freunde Bastis raus. Es war mir ein Vergnügen.